Hallo liebe Campernation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stellen euch einen weiteren Platz in unserer Reihe Stellplatzguides Ostharz vor. Und diesmal sind wir im wunderschönen Quedlinburg. Ihr seht es im Hintergrund. Also die Stadt, die hat schon seine Sehenswürdigkeiten. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. Und ja, wir wollen euch jetzt einen der Stellplätze hier vorstellen. Genau, das ist ein ruhiger Parkplatz genau im Stadtzentrum. Kann man sagen, das ist nämlich am Maschlinger Hof, so nennt sich das. Die Touristeninfo ist genau gegenüber. Mhm. Die ist auch in der Zeit, wo die Touristeninfo auf ist, gibt es sogar ein WC. Kostet dann 50 Cent einmalig, aber das ist dann da. So im Regelfall, wie nennt sich das, so von 8 bis 18 Uhr, genau. Kann man sagen. Dieser Platz kostet 15 Euro. Genau, davon sind 5 Euro Kurtaxe. Jetzt würdet ihr dann sagen, 5 Euro Kurtaxe, wow, was für ein Preis. Aber wir werden euch dazu noch etwas sagen, wenn wir den zweiten Platz angefahren haben. Genau. Aber ich glaube mal, das können wir gleich sagen. Strom gibt es und zwar insgesamt mit 4 Anschlüssen. Der Parkplatz, genau. Der Parkplatz ist für 6 Wohnmobile gedacht, hat aber nur 4 Anschlüsse und da kostet Strom 1 Euro für 6 Stunden. Aber ich glaube, Stefan, jetzt wird es mal Zeit, dass du den Platz zeigst, oder? Genau, so machen wir das. Links ist der Parkautomat. Man wählt im Prinzip ein Wohnmobil aus. Man kann zwischen Wohnmobil, Bus und PKW natürlich wählen und dementsprechend entrichten sich die Preise. Genau. So, und ansonsten haben wir hier noch eine Fähr- und Entsorgung. Die scheint komplett kostenlos zu sein, beziehungsweise die ist komplett kostenlos. Toilette logischerweise und hier muss man gucken, dass man rüberfährt. Ansonsten dann muss man halt einen langen Schlauch dabei haben. Und an der Seite rechts dort ist ein Kasten und den kann man hochklappen, dann bekommt man auch das Frischwasser. Nochmal eine kleine Übersicht, denn auch EC und Kreditkarte wird hier erkannt. Also das kostet der Stellplatz sozusagen und hier unten hat man die Auswahl dann zwischen den verschiedenen Fahrzeugen. Ja, dies der Platz am Maschlinger Hof, wie gesagt, 6 Plätze hat er, wie gesagt, 15 Euro, wo inklusive 5 Euro Kurtaxe sind. Das nochmal die Kurzvariante. Dann kann man sagen, gibt es insgesamt laut der App Park4Night 3 Wohnmobilstellplätze. Wir waren schon bei dem allerersten. Das ist so ein Lehnhof, glaube ich, heißt er. Wir blenden das euch hier unten mal ein. Genau. Der war jetzt natürlich nicht anfahrbar, weil das ist so eine Art Bauernhof, Reiterhof, sowas in der Art soll das wohl sein. Er ist aktuell natürlich geschlossen, also auch nicht öffentlich zugänglich und dementsprechend konnten wir euch den jetzt nicht zeigen. Also ihr müsst euch halt auf eine, ich denke, familiäre, einen Familienplatz dort einrichten sozusagen. Was ich aber sagen wollte ist, die Anfahrt ist sehr chaotisch, die Straßen sind sehr, sehr schlecht. Also, und es ist sehr weit weg vom Schuss. Das muss man einfach wissen. Es ist, hier bist du mittendrin. Mhm. Also hier bist du wirklich noch mittendrin, da geht es gar nicht. Vielleicht der andere Platz, der könnte noch mittendrin drinnen sein. Mhm. Aber dieser Platz, den ihr bei Park4Night, der ist wirklich sehr, sehr außerhalb. Das muss man einfach wissen. Man braucht hier mindestens mit dem Auto 10 Minuten. Und wie gesagt, die Straßen dorthin, uiuiui, nicht gerade die besten. Jetzt fahren wir aber zu dem, der hier noch in der Nähe ist. Direkt nämlich am Schlossberg. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir haben den Platz gewechselt, sind gar nicht so lange gefahren, sind jetzt in der Schenkgasse, denn hier gibt es auch einen Stellplatz für 6 Wohnmobile. Genau, dieser Stellplatz befindet sich am Münzberg. Genau, das für euch zeigen wir euch gleich zur Info. Er kostet auch 15 Euro und zwar 10 Euro plus 2,50 Euro pro Person. Also wenn ihr sogar mehr Personen seid, wird es noch ein bisschen teurer. Ist ganzjährig nutzbar, wie der andere Platz auch, das haben wir gar nicht gesagt, das ist immer sehr wichtig. Es gibt eine Fähr- und Entsorgung. Zeigen wir euch gleich. Die
wohl aber kostet, denn hier steht nochmal drin, man braucht unbedingt Wertmünzen. Das heißt, es ist sehr umständlich hier geregelt. Man muss also irgendwie zu diesem Bowling Center, was hier in der Ecke ist, und das halt mit Wertmünzen umstecken, weil sonst funktioniert es nicht. Strom ist da ein bisschen einfacher, der nimmt dann klassischen Euros. Und dann für 1 Euro hast du 6 Stunden Strom. Genau, das musst du halt dazu wissen. Genau, jetzt zeigen wir euch einmal den Platz und dann gibt es weitere Details. Hier ist die Fähr- und Entsorgung. Klar, Schwarzwasser und so weiter, Toilette, Grauwasser kommt da rein. Und natürlich gibt es hier das Trinkwasser. Auf der anderen Seite haben wir dann den Münzautomaten, wo noch eine nette Nachricht für einen Dieb dran steht. Die blenden wir euch mal ein. Dort seht ihr den Münzberg, damit ihr das mal da wirklich habt, weil das könnte man vielleicht irritieren. Ne? Also das da ist der Münzberg. Genau, da kann man auch raufgehen natürlich. Genau, aber gegenüber ist das viel wichtiger. Das ist nämlich der Schlossberg und da lohnt es sich wirklich raufzugehen. Man hat einen wunderschönen Blick von dort auf die komplette Altstadt von Quedlinburg und das ist wirklich hier fachwerkhaustechnisch sehr schön. Schön. Also wer noch nie Quedlinburg besucht hat, auch kommt unbedingt mal hierher. Lohnt sich. Dann kann man auch sagen, wann lohnt es sich richtig? Das ist momentan in Zeiten von Corona ein bisschen komisch immer zu sagen, ist, wenn es Weihnachtsmärkte gibt. Mhm. Denn sie gab es letztes Jahr nicht, sie wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich geben. Vielleicht weiß man nicht. Mal gucken, genau. Aber wenn es wieder soweit ist, lohnt es sich definitiv an den Adventswochenenden herzukommen. Denn hier öffnen dann die Höfe und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, richtig schön. Also das ist schon was richtig Feines. Wir zeigen euch nichts von Quedlinburg, weil das muss ich einfach sagen. Das soll jeder selbst erleben. Ihr könnt es auch ergoogeln oder wikipedieren, da seht ihr das auf jeden Fall. Wir wissen, wie schön Quedlinburg ist, aber wollen euch eigentlich eher animieren. Kommt her und schaut es euch einfach selbst an. Denn ihr werdet überrascht und sehr positiv, ja. Überrascht sein, genau. Ja. Restaurants gibt es ja auch sehr gute gleich in der Nähe, das heißt ihr seid sehr zentral, das muss man auch sagen, leider zu diesem Platz, ihr seid direkt an einer wichtigen Landstraßenverbindung hier, die Richtung Halberstadt, Richtung Thale, also es ist schon lauter, aber für eine Nacht, um halt auch Quedlinburg zu besuchen, ist es hier wirklich ausreichend. Und ja, Kurtaxe wie geahnt, 2,50 Euro, das ist auch noch halbpreisig, blenden wir euch auch ein, das ist für euch ganz wichtig. Dann ist es schon zu sagen, das war's, 2 Plätze gibt es hier in Quedlinburg, theoretisch 3, wie gesagt, der eine ist sehr, sehr weit außerhalb, das müsst ihr euch für euch selber entscheiden, ob ihr das machen wollt. Ja, dann können wir euch nur empfehlen, vielleicht habt ihr das Tor und das Vortor zum Harz schon angeschaut, wenn nicht, wird am Ende des Videos dieses Video verlinkt. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall dran, es werden weitere Stellplätze hier aus dem Ostharz folgen. Es wird eine richtige Ostharz-Reihe geben, die findet ihr auch auf unserer Webseite www.kreuzfahrtcamper.de. Ja, dann, wie gesagt, jetzt haben wir genug gelabert, das soll jetzt ausreichen und den Abschied, den sagt Stefan jetzt nochmal, weil ihm gerade hat das richtig verkackt. Tja, so ist das manchmal. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal wieder auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper, so geht's auch. Tschüss. Ciao.